Der Klassikerklärer. Sinfonien, Konzerte und Opern verstehen. Ein Rondo-Podcast. Mit Dariusz Szymański. Meine Damen und Herren, wenn Sie Joseph Haydn auf ein Konzertprogramm setzen, machen Sie das deswegen, weil Sie wollen, dass keine Menschen reinkommen. Joseph Haydn ist einer von den ganz großen Genies, derjenige, den die wenigsten wirklich schätzen und mögen. Jetzt werden Sie bestimmt sagen, aber ich schon, damit sind Sie aber die große, sehr begabte Ausnahme, meine Damen und Herren. Die meisten Leute langweilen sich bei Haydn gepflegt. Ist einfach so. Dabei ist Joseph Haydn tatsächlich eines der größten Genies. Und nicht nur, weil er so tolle Werke, unglaublich tolle Werke komponiert hat, sondern auch, weil er unglaublich viele tolle Gattungen überhaupt erst entwickelt hat. Sinfonie, Streichquartett, auch die Streichtrios sind ganz, ganz anders als, übrigens die Klaviertrios sind ganz, ganz anders als die vor ihm. Oder zum Beispiel auch, was ganz wichtig ist, solche Formen wie Doppelvariation, das kommt alles von Haydn. Aber die Werke selber sind auch faszinierend. Das Problem bei Haydn, es gibt mehrere, ist, als erstes, er hat so viel komponiert. Wenn jemand 104 Sinfonien komponiert hat, und Haydn hat noch mehr komponiert, also dies 104 ist eine konservative Schätzung, also wenn jemand 104 Sinfonien komponiert hat, denken sich die Leute, naja gut, davon sind vielleicht 20 mal ganz interessant, den Rest kann man vergessen. Nein. Von Haydns 104 Sinfonien, würde ich sagen, sind mindestens zwei Drittel, wenn nicht noch viel mehr, richtige, geniale Meisterwerke. Dann ist das tatsächlich auch so, dass es von diesen 104 Sinfonien einige gibt, die relativ bekannt sind. Und das sind vor allem die ganz späten, weil sich die Leute denken, ja gut, das späte Haydn, der war natürlich besonders genial und besonders toll. Also wenn wir schon gezwungen werden, Haydn zu hören, dann die Spätwerke. Aber nein, selbst die allerersten Sinfonien, wirklich schon die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sind spannend. Und ich habe mir heute für Sie eine Sinfonie ausgesucht, die man wenig kennt, die wenig gespielt wird, aber ein geniales Werk, es ist die Sinfonie Nummer 47 in G-Dur. Sagt erstmal keinem etwas, ist einfach so eine Zahl in G-Dur. Und das sind so diese mittleren Sinfonien, man sagt dazu manchmal, das sind die Sturm- und Drang-Sinfonien und das sind vor allem die Sinfonien im Moll, die sind so ein bisschen bekannt. Die eine kennen Sie vielleicht tatsächlich, das ist die Abschiedssinfonie. Nun, aber ich habe ja absichtlich eine unbekannte ausgesucht, also Nummer 47 und bevor ich noch viel weiter rede, spiele ich Ihnen einfach mal kurz den Anfang an. Ja, Sie merken schon, es ist einigermaßen gut gelaunte Musik. Das ist ja häufig so in der Wiener Klassik. Und es ist tatsächlich ein Meisterwerk. Und das können Sie schon daran sehen, dass Mozart von diesem Stück so fasziniert war, dass er sich diese Sinfonie abgeschrieben hat, um sie zu studieren. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir werden uns diese Sinfonie studieren. Und ich fange noch einmal an. Und es gibt tausend Sachen, die interessant sind. Eine Sache ist, dass Haydn sozusagen das moderne Orchester mehr oder weniger erfunden hat und mit diesen modernen Orchestern experimentiert hat. Und hier kann man schon sehen, wie er experimentiert hat. Das Orchester ist sehr klein, mit dem wir arbeiten, ein typisches frühklassisches Orchester, Streicher, zwei Oboen und zwei Hörner, mehr nicht. Manchmal Fagotte, die dürfen mitspielen, müssen aber nicht so. Und mit diesem wenigen macht er aber unglaublich tolle Effekte. Spiele ich Ihnen gleich vor. Achten Sie, wie wunderbar zwischen Hörnern, Holzbläsern und Streichern unterschieden wird. Wir Musiker nennen das immer Spaltklang. Das bedeutet, man hört alles heraus. Die Klänge vermischen sich nicht, sondern man kann alles wunderbar heraushören. Es ist ein sehr analytischer Klang. Jetzt kommen die Holzbläser dazu. Haben die also ganz schön gehört, wie sich der Orchesterklang aufbaut. Das ist das Erste. Das Zweite, was hier ganz faszinierend ist, das ist der Rhythmus. Diese Hörner, die spielen nämlich bam, 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 bam. Und die spielen das die ganze Zeit. Und das ist nicht irgendein Rhythmus, sondern es gibt in diesem Rokoko, im Frühklassik, gibt es bestimmte Rhythmen, die sozusagen total in Mode waren.
die man immer verwendet. Dieser Rhythmus ist ein Marschrhythmus, ist so beliebt gewesen, war so sehr in Mode. Und einer der Witze dieser Sinfonie ist halt, dass diese Sinfonie diesen Rhythmus so stark herausstellt. Dass das eigentlich eine Sinfonie nur über diesen Rhythmus ist. Also deswegen hören wir uns diesen Rhythmus doch einmal an. Das Zweite, was hier ganz wunderbar ist, wie unser Joseph Haydn mit Dissonanzen spielt. Passen Sie auf, wie die Klänge in den Bläsern immer schiefer werden, die ganze Zeit schiefer werden. Auch das ist schon mal ein Witz. Noch mehr Dissonanz. Noch schiefer. Noch schiefer. Ich will Ihnen zeigen, wie viele Ideen schon in diesem Anfang drin stecken, ne? Alles über diesen Rhythmus zu komponieren, dann mit diesen Dissonanzen spielen, das Orchester aufteilen. Und jetzt, nachdem wir so ein bisschen an einem Detail gearbeitet haben, gucken wir uns ein bisschen mehr an. Wir hören ein bisschen weiter. Das, was Sie jetzt gerade gehört haben, war das sogenannte erste Thema, das Hauptthema, die Hauptmelodie. Und vielleicht haben einige von Ihnen in der Schule gelernt, dass danach irgendwann ein zweites Thema kommt. Eine zweite Hauptmelodie oder eine Gegenmelodie. Das ist bei diesen früheren Sinfonien nicht immer der Fall. Die denken noch ein bisschen anders. Und zwar denken die Leute in Verzierungen. Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, Sie sitzen irgendwo da und haben so eine Art Tapetenmusterbuch. Das eine Muster, das sind irgendwelche Rosen, das andere Muster sind irgendwelche Kreuze, dann irgendwie ein neues Muster, das sind irgendwelche Striche. Also es gibt ganz viele Tapetenmuster. Und genau solche Muster gab es auch in der Musik. Und diese Muster hatten was mit Rhythmus zu tun. Das heißt, wenn Sie so etwas haben, rhythmisch, das ist ein Rhythmus und ein Muster. Wenn Sie ein solches Muster hatten, das ist schon ein viel leichterer Rhythmus, viel leichteres Muster. Oder pam, 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 pam. Das ist ein mittelschwerer Rhythmus. Das heißt, versuchen Sie immer dieses Musterhafte zu hören, dass da plötzlich ein Muster wirklich wie so ein Stickmuster kommt, wie so ein Röschenmuster. Nachdem ich jetzt so viel erklärt habe, hören wir uns den Anfang an und dann kommt statt eines zweiten Themas unser Tapetenmuster. Wir fangen nochmal von vorne an. Immer dieser Rhythmus. Bam, 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 bam. So, jetzt kommt unser Muster. Blümchenmuster. Und damit ist der erste Teil fast zu Ende. Und weil es so schön war, hören wir es noch einmal. Das ist das erste Thema. Thank you.
und unser Blümchenmuster. Schon ganz leicht, ne? Viel leichter als das vorherige. Schlussteil. So, damit hatten wir den ersten Teil hinter uns gebracht. Den nennt man die Exposition. Da wurde sozusagen das musikalische Material vorgestellt. Und jetzt sind wir in dem zweiten Teil, in dem mittleren Teil. Diesen Teil nennt man eine Durchführung. Hier wird mit diesem Material gearbeitet. Wir hören also das Gleiche, was wir bis jetzt gehört haben, nur ein bisschen verändert. Sie werden zum Beispiel hören, dass dieses Bam, 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 Bam immer einen halben Ton immer höher geht, also eine Art Tonleiter rauf geht. Und es wird also damit gespielt. Und danach kommt die sogenannte Reprise. Das heißt, der erste Teil, der, den wir gerade uns angehört haben, kommt noch einmal, wobei Haydn, der große Witzbold der Musikgeschichte, macht hier einen Witz. Er bringt die Reprise in Moll. Das ist ein richtiges Schreckmoment. Ups, was passiert denn da? Nun, das hören wir uns an. Es geht immer höher. Schöne Dissonanzen. Unser Musterchen. In Moll. Reprise, aber in Moll. In Moll. Und unser Muster. Schlussteil. Ja, meine Damen und Herren, das hat Spaß gemacht. Diese Musik macht einfach Spaß. Das ist wie Champagner trinken. Das ist richtig schön und ich habe das ziemlich al fresco erklärt. Das heißt, ich habe es ziemlich noch oberflächlich erklärt. Man könnte hier ganz viel ins Detail gehen, habe ich aber nicht gemacht. Aus einem ganz bestimmten Grund, bei diesen früheren Sinfonien hatten die ersten Sätze häufig eine Art Ouvertürencharakter. Das heißt, der erste Satz ist ein Eröffnungsstück und das Eigentliche kommt danach. Das heißt, der langsame Satz, der jetzt kommt, ist der eigentliche Höhepunkt.
Haydn hat zum Beispiel bis zum Schluss seines Lebens, wenn er Sinfonien oder Streichquartette komponiert hat, häufig mit den langsamen Sätzen angefangen. Er hat als erstes einen langsamen Satz komponiert und dann erst hat er den ersten Satz quasi als eine Art Ouvertüre komponiert. Aber bei diesen früheren Sinfonien ist das ganz extrem so, dass die eigentlichen emotionalen Höhepunkte im zweiten Satz stehen, aber auch dann tatsächlich sogar im Menuett. Das werde ich Ihnen noch zeigen. Das heißt, wir kommen jetzt zu einem wunderschönen Hauptsatz. Ich liebe diesen Satz sehr. Das ist der langsame Satz und ich spiele ihn erstmal Ihnen vor und sage Ihnen als erstes, dass Sie sich ein bisschen auf die Instrumentation konzentrieren sollen. Es ist ein Thema, eine kleine Melodie und Sie werden sehen, dass hier kein Ton zu viel ist. Die Streicher sind ausschließlich zweistimmig. Unser Haydn verzichtet auf alle Mittelstimmen, wirklich so reduziert wie möglich. Das ist musikalischer Minimalismus. Und dann kommen an einer Stelle irgendwann die Hörner und dann irgendwann noch die Oboen und dann wieder die Streicher. Unglaublich reduzierte Klanggestalt. Wirklich kein Ton zu viel. Ich spiele es Ihnen einfach mal an. Es ist ein sehr schönes Thema. Zweistimmig. Nur Streicher. So, und gleich kommen die Hörner dazu. Jetzt sind die Hörner, ne? Jetzt kommen die Oboen dazu. Und wieder nur Streicher. Also ein sehr konzentrierter Klang, ein reduzierter Klang, ein Klang, der nicht zu viel ist, sehr ökonomisch. Die Instrumentation, das ist etwas, das macht richtige Musiker an. Wir sind dabei glücklich. Wir haben das Gefühl, kein Ton zu viel. Gott, ist das toll. Wer ist schon Gustav Mahler? Es ist ganz große Klasse. Und wir bleiben noch mal ein bisschen bei diesem Thema. Ich will Ihnen noch etwas zeigen. Und zwar haben wir hier etwas, das nennt man in der Musik einen doppelten Kontrapunkt. Klingt ein bisschen kompliziert, ist auch nicht einfach zu komponieren. Kontrapunkt bedeutet, dass Sie, wenn Sie zwei Stimmen haben, dann haben Sie eine Melodiestimme und darunter haben Sie eine Begleitstimme. So, und bei einem doppelten Kontrapunkt kann man das dann auf den Kopf stellen. Das heißt, man kann die eigentliche Melodiestimme in den Bass setzen und die Stimme, die vorhin begleitet hat, die Bassstimme, die kann man jetzt nach oben setzen, in den Sopran. Jetzt werden bestimmte Leute unter Ihnen vielleicht sagen, nun ja, das ist ja ziemlich egal, ob ich jetzt eine Melodie ganz tief unten spiele oder ganz oben. Nein, nein, nein. Das ist überhaupt nicht egal. Das ist sogar ziemlich schwierig. Und jetzt sage ich einen Satz für Kenner unter Ihnen. Die anderen können mal kurz weghören für zwei Sätze. Es gibt nämlich in der Musik sowas wie Quintparallelen. Und Quintparallelen sind verboten. Quartparallelen sind aber nicht verboten. Wenn Sie also eine Musik schreiben, schön mit Quartparallelen, die nicht verboten sind, und die Stimme dann aber nach oben bringen, also umtauschen, ergibt das Quintparallelen und die sind verboten. Das heißt, ein Komponist, der im doppelten Kontrapunkt komponiert, muss auch alle Quartparallelen vermeiden, weil sie ansonsten zu Quintparallelen werden. So, viele von Ihnen oder einige haben vielleicht jetzt Bahnhof verstanden. Willkommen wieder zurück. Wir fahren wieder zusammen. Ich zeige es Ihnen nochmal. Ich spiele Ihnen also dieses Thema nochmal vor. Und jetzt konzentrieren Sie sich ganz am Anfang bei den Violinen. Die Melodie spielt die Violine und das Cello spielt die Begleitung. Später nach den Bläsern spielt die Melodie das Cello
und die Begleitung spielt die Melodie. Das heißt, es ist der doppelte Kontrapunkt und es wurde umgekehrt. So, das alles bei unserem Haydn, wo so viele Leute denken, Haydn ist doch so ein einfacher Komponist. Ist er gar nicht. Also, viel Spaß. Wir beginnen noch einmal und die Hauptstimme hat die Violine, das Cello begleitet. Achten Sie drauf. Violine, Hauptmelodie, Cello, Begleitung. So, jetzt kommen die Hörner dazu. Oboen. Jetzt Cello. Die Melodie ist im Cello. Damit haben wir die Hauptmelodie, das Hauptthema uns angeschaut. Und jetzt gucken wir uns den ganzen Satz an. Und wie funktioniert der ganze Satz? Der ganze Satz ist Thema mit Variationen. Das, was wir gerade gehört haben, ist ein Thema. Und jetzt kommen die Variationen. Wir werden da auch reinhören. Aber warum habe ich diesen Haydn für Sie ausgesucht? Ich habe den Haydn unter anderem auch für Sie ausgesucht, weil ich Ihnen eine besondere Art von Ästhetik beibringen wollte, die heute gar nicht mehr so in ist, die die Leute heute vergessen haben. Was lieben die Leute heutzutage an Musik, an Kunst, an Klassik? Die lieben die Überraschungseffekte. Wenn etwas kommt, was man nicht erwartet, dann ist es spannend. Wenn sie etwas haben, was man erwartet, dann ist es eher langweilig. Im 18. Jahrhundert war es nicht so. Das 18. Jahrhundert, das Jahrhundert der Aufklärung, liebte es, gewisserweise Regelwerke darzustellen und wirklich eine schöne, vernünftig gearbeitete Regelwelt nachzuvollziehen. Das heißt, jede der Variationen, die jetzt kommt, ist genau die Art von Variationen, von der man weiß, dass sie jetzt kommen muss. Und sie kommt dann tatsächlich auch. Und das findet man nicht langweilig, sondern man genießt die Bestätigung. Es ist ein bisschen wie so eine asiatische Kunst, so eine Zen-Kunst. Man schaut in Ruhe, wie die Blätter weggeräumt werden. Und das findet man nicht langweilig, dass die Blätter weggeräumt werden, sondern man kommt zu sich. Und jede einzelne Überraschung würde einen nur nerven. Was bedeutet das praktisch? Jede Variation ist ein Tick schneller als die vorherige. Das heißt, haben wir das erste Thema, geht es tan, ta, da, da, da. Die zweite Variation, ta, da, 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 da. Die dritte Variation, ta, da, 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 da. Die vierte Variation, barabara, 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 barabara. Und an exakt denselben Stellen kommt das Horn, an exakt denselben Stellen kommt immer die Oboe. Und an exakt derselben Stelle dreht sich die Melodie und die Begleitung um. Und genau das genießt man. Das findet man nicht langweilig. Das genießt man. Wie ein Ritual. Es hat etwas unglaublich Rituelles. Und ganz am Schluss aber kommt das Thema noch einmal zusammen. Und zwar diesmal vom ganzen Orchester gespielt. Und dann tritt Joseph Haydn gewisserweise auf. Der Erzähler, den man bis jetzt nicht gesehen hat, der unsichtbare Erzähler in einer Geschichte, wird plötzlich sichtbar. Der kommt nach vorne, stockt ein bisschen, denkt nach. Ist das wirklich so? Und dann endet das Stück. Meine Damen und Herren, wir hören uns das Ganze jetzt an. Es ist wunderschön. Es ist sozusagen Ästhetik für Fortgeschrittene, obwohl es scheinbar so einfach klingt. Es ist eine Musik, die sehr glücklich machen kann, wenn man anfängt, eine Antenne dafür zu entwickeln. Ich spiele es Ihnen an. Das ist das Thema.
kein Ton zu viel. Hörner. Oboen. Doppelter Kontrapunkt, Melodie im Bass. Erste Variation ein bisschen schneller. Jetzt kommen die Hörner dazu. Oboen, jetzt. Melodie im Bass. Jetzt noch ein bisschen schneller. Pa, 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 pa. Hörner. Oboen. Jetzt. Melodie im Bass. Sie sehen hier, es wird immer ein bisschen schneller und Sie müssen aber ein Gefühl dafür bekommen. Und ich habe ja vorhin von den Musterbüchern erzählt, den Tapetenmusterbüchern. Und das ist hier ein Musterbuch. Jede Variation probiert ein anderes Muster aus. Und Sie müssen wissen, wenn man das richtig gut spielt, dann achtet man sozusagen, dass jedes Schnellerwerden auch mit einer gewissen Schwere oder Leichtigkeit verbunden ist. Pa-pa-pa-pa-pa-pam ist leichter als pa-ba-ba-ba-bam. So, jetzt wird's ganz, ganz leicht und ganz schnell. Pa-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-bam. Und danach erklingt das Thema vom ganzen Orchester gespielt. Hörner.
Oboen. Hauptmelodie im Bass. Und jetzt das Thema im Original, aber vom ganzen Orchester gespielt. Als Höhepunkt. Jetzt war das quasi objektive Musik. Musik, die quasi auch ja, ein Computer machen würde. Ein Computer wisst ihr ja auch, ich kann jede Variation ein bisschen schneller machen. Und man liebt genau diese Objektivität. Aber gleich tritt das Subjekt dazu. Das heißt, sie merken, dass gleich diese Musik stockt, unsicher wird, nachfragt. Das heißt, der Erzähler tritt nach vorne. So, jetzt sind wir aber am objektiven Höhepunkt, das ganze Orchester. Achtung! Jetzt plötzlich wird sich die Musik unsicher. Sie fragt nach: Ist es wirklich so? Und jetzt denkt sie nach. Es wird der Vorgang des Denkens auskomponiert. Frage. Eine Frage wird gestellt. Ja, das sind die Herrlichkeiten von Haydn. Und dafür muss man aber irgendwie bereit sein. Also ein herrlicher Satz, aber nicht der letzte dieser Sinfonie. Wir haben jetzt ein lustiges Menuett und das spiele ich Ihnen mal kurz an. Vielleicht haben Sie gemerkt, dass es in dieser Melodie bestimmte Töne gab, die so ein bisschen rausgeknallt sind. Dann, 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 tara, dann, tara, dann. Das macht er nicht zufällig, das hat einen bestimmten Sinn. Ich habe Ihnen jetzt die erste Hälfte des Menuetts vorgestellt. Und die zweite Hälfte des Menuetts, die jetzt gleich kommt,
ist die gleiche Musik, die wir jetzt gehört haben, nur rückwärts gespielt. Das heißt, alles, was Sie gerade gehört haben, wird jetzt rückwärts gespielt. Und damit man das auch hört, hat hier unser guter Haydn bestimmte Gewürze hineinverwendet oder bestimmte Töne besonders betont, damit man diese Betonungen der Töne auch rückwärts hört. Naja, wenn man ein bisschen musikalisch ist, wenn Sie nicht musikalisch sind, müssen Sie es mir halt glauben. Ich spiele Ihnen jetzt als erstes dieses Menuett. Der erste Anfang und der zweite Anfang ist der erste Anfang rückwärts. Wiederholung. Jetzt rückwärts. Das ist jetzt das gleiche rückwärts. Manche Leute sagen, damals hat man so schön komponiert und dann die bösen Modernen, die machen immer so viel Mathematik und rechnen immer so. Jetzt haben Sie es gehört, Haydn macht das auch. Das ist super errechnet. Die zweite Hälfte ist die erste Hälfte rückwärts. Jetzt kommen wir zum mittleren Teil, dem sogenannten Trio. Und das ist genauso komponiert. Und hier können Sie das aber noch ein bisschen besser noch hören, weil hier die Instrumentation so ist. Wie Sie haben als am Anfang Hörner, dann die Oboen und dann die Streicher. Naja, und dann geht's rückwärts, also Streicher, Oboen, Hörner. Nochmal Hörner, Oboen, rückwärts. Oboen. Nochmal rückwärts. Und Menuett wieder. Rückwärts. Wiederholung. Und jetzt kommt das schnelle Schlussrondo, so ein Kehraus-Rondo, typisch Haydn. Das Rondo am Schluss, sozusagen der letzte Satz, hat nicht die Qualität der vorherigen Sätze. Das ist aber ein bisschen typisch für den frühen Haydn. Der frühe und mittlere Haydn hat lange experimentieren müssen, um in Schlusssätzen es hinzukriegen, eine Leichtigkeit plus einen hohen Anspruch. Das hat er dann irgendwann super genial hingekriegt. Aber hier noch nicht ganz. Das ist ein lustiges Rondo. Ich spiele Ihnen nur den Anfang vor. Es macht sehr viel Spaß, aber es hat nicht diese Feinheiten, diese Komplexität der vorherigen Sätze. Aber für diejenigen von Ihnen, die sich mit Musik auskennen, Sie werden vielleicht merken, dass dieses Rondo genau die Art von Rondo ist, die ein Johannes Brahms in seiner zweiten Sinfonie im Schlusssatz gewisserweise karikiert hat, oder? Der letzte Satz aus Brahms zweite Sinfonie ist eine Hommage an diese Art von Musik von Haydn. Also, da spiele ich Ihnen mal den Anfang vor. Überleitung.
wieder anfangen. Ja, meine Damen und Herren, jetzt können Sie sich das natürlich auch alleine zu Ende angucken. Dann können Sie zu Ihrem CD-Player gehen, sich mal den letzten Satz von Brahms dagegen halten. Und dann haben Sie eine ganze Menge, glaube ich, gelernt. Und vor allem schauen Sie mal, das ist die 47. Sinfonie, die kein Mensch kennt. Und die ist schon toll. Nun, der Typ hat 104 Sinfonien geschrieben. Ich weiß nicht, wie viel, 70 oder 80 Streichquartette, Klaviertrios. Und dort sind solche Genialitäten versteckt. Ja. Da sieht man, das ist Joseph Haydn, der allseits langweilige Komponist, der einer der tollsten Komponisten ist, die es überhaupt gibt. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Der Klassikerklärer ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazzmagazin. Ihr wollt die Musik des heutigen Podcasts noch einmal ganz und in Ruhe hören? Die Tracklinks dafür findet ihr in den Shownotes. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Idee und Moderation Dariusz Szymanski. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer.